Ein herzliches Willkommen hier zurück zu den Sims 4. Mein Name ist Marco und ich heiße dich herzlich willkommen. Und zwar werden wir hier einmal weiterspielen. Die Wände hätte ich gerne anders. Nee. Nee. Ja, so ist gut. Wir werden hier erst einmal, das bin ich, das hier ist der Tramp, mich spielen wir gerade. Und zwar werde ich hier erstmal einmal meinen Job kündigen. Denn als Verbrecher verdient man nämlich nichts. Das ist nämlich das Schlimme daran. Er ist IT-Techniker, unser lieber Tramp. Ich kündige hier gerade meinen Job. Ja, weil ich verdiene dann nur 62, das bringt's irgendwie nicht. Mir geht's hier gerade auch nicht so gut. Deswegen, ich habe nämlich herausgefunden, wie wir jetzt reisen können und werden. Und zwar sind wir jetzt wieder glücklich, dass wir gekündigt haben. Gehen wir dazu aufs Telefon, gehen auf Reisen. Natürlich gehen wir erstmal alleine. Ja, wir gehen jetzt einfach mal raus aus diesem Wohnviertel, wo wir da jetzt so haben. Und gehen hier mal reisen und schauen uns mal die Stadt an. Und zwar können wir hier zwischen den Wohnvierteln wechseln. Und wir werden jetzt einfach hier mal in den Magnolienpark gehen. Und dann mal schauen, was es da so gibt. Was es da Neues gibt. Dass wir auch ein bisschen etwas außerhalb den vier Wänden sehen. Und wenn der Tramp wieder zu mir kommt, dann werden wir definitiv Sims 4 zusammenspielen. Und zwar werden wir uns dann den Baumodus angucken. Und da freue ich mich schon drauf. Das wird bestimmt lustig. Aber jetzt, genau, sind wir hier im Magnolienpark. Wir machen schon Sport. Der hat wohl Hunger. Da geht er auch schon gleich zum Grillen. Unser lieber Sims. Da können wir eine Partie mitspielen. Das machen wir doch gerade einmal. Witz erzählen, weil er glücklich ist. Wer ist denn das? Ach, Sandy. Hat die Logikfähigkeit erworben. Ah ja, sehr schön. Ben Schäfer. Ja, dann spielen wir doch hier ein bisschen Mühle. Schach, Verzeihung. Nicht Mühle. Und knüpfen dadurch auch Freundschaften. Das ist ja ganz nett. So lange schauen wir uns hier mal um. Hier gibt es ein Piratenboot. Du kannst das nur tun, wenn Kinder auf dem Spielturm sind. Als Seeungeheuer spielen. Das ist ja geil. Ist geil. Was gibt's hier denn sonst noch? Da gibt es Pipi-Station, falls wir mal dringen müssen. Da gibt es einen tollen Teich. Wir können angeln gehen oder Frisches suchen. Das ist ja auch ganz lustig. Das hier ist also der Magnolienpark. Und das hier ist Lea. Und wir sind selbstsicher. Wir machen hier einen guten Eindruck beim Mühle-Spielen mit der Sandy. Jetzt testen wir doch mal unseren Multi. Was tust du? Ey, komm zurück. Unsere Multitasking-Fähigkeiten. Ich wette mit euch, der steht bestimmt gleich auf. Ah. Oder auch doch nicht. Das ist ja cool. Okay, das mit dem Multitasking klappt. Das klappt. Das klappt tatsächlich, hätte ich nicht gedacht. Wir können hier spielen.
und uns kennenlernen. Das ist natürlich ganz cool. Vorausgesetzt, er spielt jetzt noch nebenher, was er nicht tut. Also, die können doch nicht zwei Sachen auf einmal. Vielleicht müssen wir das auch erstmal ein bisschen trainieren. Das kann ich mir gut vorstellen. Ah ja, er spielt. Bitte einen Schach zu spielen, sehr gerne. Was denkt er denn? Jemand einen verrückten Plan vorschlagen? Klicke auf einen Sim und wähle. Nee. Ein Fernseher kaufen? Nee. Schelmisch sein. Okay, mal schauen, wie die Sandy so Unfug reagiert. Okay, da ist das mit dem Handschocker doch schon noch besser um einiges. Ach, was willst du hier? Maurice. Also wir werden hier jetzt voll zur Schau gestellt. Oh, was ist los? Plauder mit Sandy und Saskia. Also es wäre sehr schön, wenn wir dieses Plauderstündchen unterbrechen können. Wobei, wer bist du? Veronika Roth. Freundlich vorstellen. Und ich glaube, hier haben wir unser Level. Unsere Beliebtheit bei ihr. Und irgendwie fühle ich mich auch unwohl. Ich weiß nur nicht, woran es liegt. Was habe ich denn für Bedürfnisse? Ich habe Hunger. Dann wäre es sinnvoll, nochmal den Grill aufzusuchen. Ja, Hamburger fortsetzen, definitiv. Das hier ist noch auf der Warteliste. Da streichen wir das einmal. Genau wie das. Das. Sehr schön, denn ich habe jetzt hier Hunger. Können wir auch noch Tschüss sagen? Nee, können wir nicht. Leider, leider. So, mich interessiert das wirklich, was das hier jetzt ist. Ist das unsere Kochfähigkeit? Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass wenn der Balken da nach oben ist, dass dann so eine neue Anzeige kommt. Ein Gericht nehmen, in den Inventar platzieren. Ach, wir nehmen es. Ich hoffe, dass damit... Was macht die? Das kann ja nicht sein, Sandy. Wieso wühlst du da im Mülleimer? Boah. Das hört sich ja an, als ob sie von einem Dämon besessen wäre. Wir haben keine Energie. Kaffee kann den Sandmann eine Zeit lang verdrösten. Ist ja auch geil. Also sie hat deutlich Interesse an uns. Was ist, wenn wir sie heiraten und ihr das ganze Geld klauen? Wir sind selbstsicher. Ach, alles weg hier.
Ja, wir sind wieder glücklich. Die redet, als ob sie von einem Dämon besessen wäre. Also entweder schaue ich zu viele Horrorfilme oder ich selber bin vom Dämon besessen. Ich weiß es nicht. Dennoch werde ich jetzt hier mal Pipi machen. Wir werden das Ganze ein bisschen beschleunigen. Und danach werden wir wieder reisen und uns, glaube ich, ins Bett legen. Oder wir kaufen uns einfach einen Kaffee. Ja, ein bisschen schneller bitte hier das Geschäft. Sehr schön. Schön die Hände waschen, das ist gut. Dadurch steigt die Hygiene. Vielleicht können wir mit ihr ja zu einem Kaffee gehen. Geheimnis aus Plaudern Meer. Moment, oder wir können hier mit dem Telefon. Gesellschaftliches Ereignis. Ja. Ah, was gibt's denn da? Schwarz-Weiß-Party, ja, Hausparty. Sims einladen, wähle einen Ort. Was ist das noch? Rendezvous, ja? Nee, das machen wir jetzt noch nicht. Eher mehr, ich will sie zum Essen beziehungsweise Kaffee trinken einladen. Über Interessen reden, umarmen. Gemeinsam Foto machen, anbrüllen. Freundlich. Einladen zu, das ist ja ganz toll. Wo wollen wir hingehen? Wollen wir einen Kaffee trinken? Ja, einladen zu. Na, da bin ich mal gespannt. Reisen mit. Hier ist Bücher. Das hier ist zum blauen Samt. Das ist Nachtclub. Museum. Ja, da wird es doch bestimmt Kaffee geben. Unser erstes Date, ist das nicht toll, mit einer alten Oma. Das nächste Mal suchen wir uns eine Jüngere. So viel steht schon mal fest. Aber es macht echt Spaß, Sims zu spielen, also es ist nicht so schlecht. Aber Sims ist ein Spiel, wo man einfach zu zweit spielen muss. Vielmehr, ich und der Tramp müssen das zusammen spielen. Denn so macht es am meisten Spaß. Jetzt gehen wir hier mal zu dem. Lustig vorstellen. Genau, das machen wir mal. Immer schön Punkte sammeln. Dann drehen wir hier mal einmal die Perspektive. Wo ist er jetzt hin? Komm. Herbeirufen. Komm rein. Lockere Unterhaltung. Ja, ist klar, ich kenne Bob noch nicht. Getränk bestellen. Was gibt's denn hier? Zucker zu nah. Gibt's doch bestimmt Kaffee. Zucker zu nah. Zebrafitz, Saft on the Rocks. Rabatt, Orangensaft mit Pfiff. Kaffee. Gibt's ja wohl nicht. Sortiere nach. Ach. Hey, gibt's ja keinen Kaffee. Ach, wir nehmen Zuckerzunder. Es
Swarpsa, be seek. Fumba. Ja, komm her. Chabin Durkim, Tibabo Mel, Banuka Doi. Komm, wir sind zusammen hier. Ah, Getränke für Gruppe bestellen. Wunderbar. Saft on the rocks. Herbeirufen, wo können wir sie herbeirufen? Romantik, lustig, gemein, freundlich. Einladen zu... Ah, ne, jetzt... Ist gar nicht so einfach. Ja, komm, setz dich hierher. Nein! Oh! Das war so nicht geplant. Die Reise brechen wir natürlich ab. Getränk für Gruppe bestellen. Zuckerzunder, bitte. Am besten löschen wir hier nochmal alles raus. Wir gehen einmal hier hin. Zusammensitzen. Neuer Freund. Sehr schön. Was haben wir hier? So Simiologie. Tag bis zur nächsten Altersstufe. Ach Gott. Dann bin ich Erwachsener. Was mit der Statistik? Gekochte mal. Ah ja, okay. Das ist jetzt eher wenig interessant. Was haben wir hier noch? Inventar, was haben wir denn da? Haushaltssammlung? Nee. Beziehungen. Ah ja, hier haben wir dann die ganzen Bewohner. Da ist Sandy. Mit dem Tramp sind wir ganz dicke. Da können wir sogar auch die Merkmale der Sims. Wir wissen hier bei Jeanette, dass sie eine Musikliebhaberin ist. Das wissen wir über Sandy gar nichts. Nur, dass es unsere Freundin ist. Aha. Das macht unseren Sims auch glücklich, so ein Getränk. Da können wir natürlich sehr viele Punkte sammeln. Wo geht der jetzt hin? Unwohl, was ist denn mit dir? Der ist müde. Oh, üble Laune. Dann... geht der jetzt, glaub, nach Hause. Ich weiß nicht, Tschüss sagen können wir hier nicht mehr. Herbeirufen, mehr Auswahl, freundlich. Könnte es auch eine Kategorie geben mit Verabschiedung. Gibt's hier aber nicht. Ah ja. Und Kaffee hat der ja nicht. Das räumen wir mal auf. Bin mal gespannt, wo er das hin tut. Und dann sollten wir einmal schlafen gehen. Wo geht der hin? Aha. Also das ist ja grafikmäßig voll bescheuert. Wobei, ja, oh, ja, okay. Hm. So, Tramp hat 270 Simioles verdient. Was macht die hier mit uns im Bad? Will die hier mit uns eine Nummer schieben, oder?
Wie dem auch sei, ich gehe mal nach Hause. Wenn sie mir da so unwohl ist. Komm, auf geht's. So sieht das natürlich das Ganze schon etwas besser aus. Ich muss mir mal die Steuerung von den Sims 3 hier anschauen. Die wird bestimmt besser sein. Blues hören, tanzen. Ich will nach Hause. Auf aktuelles Grundstück zentrieren. Okay. Shift. Enter. Hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Telefon. Reisen mit. Wir gehen einfach mal reisen. Und gehen dann nach Hause. Und dann wird's Zeit für das Bettlein für unseren Sims, der heute einmal beim Ausgehen war und einmal im Park. Sehr, sehr interessant. Und wir werden dann mit dem Tramp zum Sport gehen. Habe ich jetzt so beschlossen im nächsten Part. Aber wir wollen hier einmal schlafen, denn der ist nämlich müde, unser guter Junge. Und genau, ich schaue noch nach einer anderen Steuerung. Vielleicht ist die ja besser, denn damit komme ich jetzt nicht so klar. Tramp, wie geht's ihm? Okay. So, ich gehe erstmal noch so hier mal so ins Bett. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und schön, dass du dabei warst. Und ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mitkommst, um mit mir und dem Tramp einfach mal so richtig auf die Kacke zu hauen im Fitnessstudio. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.